Voltec-Übertragung. Dies ist ein Notrufsignal gesendet von Authentifizierungscode Barracuda. Art des Notfalls: Integrität der Sprengtür kompromittiert. Verfügbares Voltec-Personal hat entsprechend Notfallprotokoll VT21 zu reagieren. Signal wird wiederholt. Okay, das Signal wird wiederholt und finde den Ursprung der Voltec-Übertragung, habe ich jetzt. So, und jetzt müssen wir gucken. Hier, ich habe hier so einen Kreis drauf auf der Map. Und derer muss ich mich nähern. Des Kreises. Weil ich ja jetzt hier erstmal noch gar nicht weiß, wo ich hier hin muss. Also ich muss mich... Finde den Ursprung der Voltec-Übertragung. Also ich habe hier so einen Kreis drauf. Und wenn wir jetzt nach Norden gehen, was dann? Dann haben wir hier den Ursprung der Voltec-Übertragung. Und zwar, wie Erik schon sagte, in der Nähe meines weißen Hauses, wo ich, was ich im Moment nicht aufbauen kann. So, Rolly High befindet sich am Bahnhof. Dann können wir schon erstmal zu Rolly High. Von da aus gehen wir dann zu Fuß, Freunde, okay? Wenn ich mich erstmal wieder eingefummelt habe, bloß ich will das ja auch zeigen. Es soll ja auch halt als Video kommen. Captain Ahag, sei gegrüßt, die Welt ist voll. Ja, Logo. Ja, Welt ist wie immer voll. Seid tapfer. Kirsche, für manche Thumbnails will ich mein Kamerafoto nicht drauf haben, verstehst? Ich habe letztens eine Rakete gestartet, die wollte ich so als Intro haben und habe dann festgestellt, dass da meine Facecam mit drauf war. Weißt du, das passt da nicht. So, wir müssen genau in die Richtung hier, in nördlicher Richtung. Lass mal meinen Müll entsorgen hier. Jetzt wird gegessen. Genau. So, alles zusammen? Ja, Kirsche? Ja, du bist schon vorgelaufen. Jetzt, ich bin, da ist, ich bin jetzt da. Ich sehe dich gerade an der Seite hier, deswegen musst du erstmal meinen Mist entsorgen. Ja. Ach, da bist du. Ich dachte, ihr seid schon. Oh, ach, so. Mal gucken, ja. Na, wir gehen in die richtige Richtung. Also da ist jetzt ein Kreis. Wie wir das sonst auch noch bei den Events haben. Wir sind Ratten unterwegs. Nachher ist das alles wie bei den anderen Events auch. Dann geht man darüber und dann sind die Roboter auch innerhalb von 10 Sekunden wieder unten. Oder 5 oder einer oder so. Haben wir auch im TS gesagt. Aber ich wollte das hier halt erstmal richtig zeigen. Weißt du, wie es aussieht, wenn es noch alles jungfräulich ist, wie ich immer sage, ne? Jo. Barracuda. Ach, da ist schon der Marker. Ich sehe ihn schon, okay. 22, 16, 15, 10, 7, 3, 2, oh, was ist 1. denn hier passiert? Aua, Hilfe. So, also hier sind Dinge geschehen. Dinge sind hier geschehen. Hier ist ja die Straße kaputt. Das war noch nie. Also hinter meinem... Also ist schon mal interessant, Kirsche, dass sie das Weiße Haus den Platz nicht weggenommen haben. Weißt du das? Ja. Das hätte ja alles sein können. Ja. Also hier ist eine Volt-Tür. Bleib mal so stehen, Kirsche. Ja. Da ist eine Volt-Tür. Hier, Volt 63, ne? Ja, da ist eine Volt-Tür. Die muss ich von vorne noch fotografieren. Hier, ja. Ich brauche das mal. Thumbnail. Roddy, ja. Roddy, bleib so stehen. Gut. Sehr gut, danke. Also jetzt haben wir eine Volt-Tür gefunden. Sprich mit Alicia. Wo ist Alicia? Alicia ist bei Mischa. Und hier, genau. Alicia ist bei Mischa. Hier ist Alicia, die ist bei Mischa. Gut, wenn ihr fertig seid, dann gehe ich da auch ran. Ich harre der Dinge, solange ich drin komme. Captain Ahab, ja, tut mir leid, dass es so voll ist. Gleich mal ein paar Screenshots machen hier.
Rolli, du auch fertig? Kleinen Moment. Ja, ich warte so lange. Nachher ist das alles nicht mehr so wild, weißt du? Oh, richtig. Aber ich will ja gleich am Anfang auch ein paar Screenshots haben für meine Thumbnails. Donner. Okay, ich bin fertig. Weg hier. Geh mal. So. Geh mal weg hier. Dieser Tag steckt voller Überraschungen. Lass mich mal los. Zuerst hier so, landet hier diese Vault-Tür und jetzt willst du sie einsammeln. Genau. Jetzt will ich die Vault-Tür einsammeln. Ich bin nicht hier, um eine Vault-Tür einzusammeln. Aber weißt du etwas darüber? Nun, der Nummer zufolge gehört sie zur Vault 63. Korrekt. Mein Kumpel meinte, der liegt in der Ash-Heap-Region. In der Ash-Heap-Region? Ich trage ihn mal auf deiner Karte ein. Ja, das ist nett. Falls du die Reise überlebst. Ach, wir werden die überleben. Dort soll es von Grubenhauern nur so wimmeln. Und wir sind die Fallout Legends. Wir haben keine Angst vor Grubenhauern. Ein falscher Schritt und deine Füße werden geröstet. Ach was, wir Und dann braut sich in dieser Richtung noch ein heftiger Sturm zusammen. Das ist schon mal kritisch. So oder so würde ich mich also lieber von dort fernhalten. Aber ich danke dir. Das melde ich besser Foundation. Paige wird davon erfahren wollen. Oh, danke Aber für die Warnung. Sicher. Pass auf dich auf. Okay, cool. Gut, also hey, Ashy. Geh nicht zu nah an den Rand. Wir gehen, was, hier an den Rand oder was? Ach, hier meinst du? Oder meinst du da? Aber mit der Wolltür, dass sie hier reingeflogen ist, bin ja froh, dass sie nicht in mein weißes Haus geflogen ist, ne? Na, weit weg ist es nicht. Ich wollte gerade sagen, ey. Hier in der Nähe hatte ich ja damals mein anderes Camp auch. Ich wollte gerade sagen, guck mal, wenn man hier die Straße anguckt, das ist doch hier genau weißes Haus, die Ecke. Hier geht's. Ja, genau. Wer hat hier sein Camp gehabt? Wisst ihr was, wer. Ganz schön reingeballert. Wer hier sein Camp hatte hier? Der, sag mal schnell, wie heißt er, unser Oscar? Der hatte hier sein Camp gehabt, genau an dieser Stelle. Hier hat er sein Camp gehabt hier. Uiuiuiuiui. Gut, wenn alle durch sind, Ja. Wir müssen. Hab ich nicht bemerkt. Bin etwas daneben, seit das Ding. Was sagst du, Erik? Die Tür ist hier gerade eingeschlagen. Hast du das gesehen? Also, wir müssen zu Vault 63. Da scheint die Tür rausgeflogen zu sein. Bei Stürmen und Säubern ist das übrigens, ne? Ja, da unten. Ja, ja. Da, wo die Bleifarm ist. Genau, Erik. Ich muss mich auch erstmal einfummeln, weil ich will das ja auch ein bisschen so rüberbringen. Dass es auch gut zu sehen ist in diesem Video, liebe Freunde. So, langsam. Wir gehen direkt drauf zu. Marker ist gesetzt und dort gibt es den Vault 63. Ich bin da mal gespannt. Ich habe gerade eben Geld verdient. Stimme und Säubern. Ja, genau. Das ist aber nett, ne, Erik? So, dass man noch ein paar Groschis nebenbei verdient. Ah, das ist übrigens, das ist doch der Vault, Erik, wo man immer nie reinkam. Den Indikator im Durchbruchsgebiet entdeckt. Ich schweige. Warnung ist nötig, bevor der Durchbruch erfolgen kann. Na, ich kenn's noch nicht. Ich war ja hier noch nicht. Ich auch nicht. Na, man Eine konnte hier, wenn man. Persönliche Einladung. Wenn man hier die Tür genutzt hatte mit Blabla, ne, konnte man mit Blabla durch Blabla. Ja, aber man hat da nicht viel gesehen. Ich weiß ja, das Blabla kenne ich ja. Das ist wohl wahr, aber man das ist ja das Wichtige. Da. Also pass auf, Leute, ich will mal kurz ein Foto machen, damit ich ein Pendant habe zu der Vault-Tür, die mir jetzt ja hier fehlt. Warte mal, ich habe, glaube ich, gerade einen neuen Bauplan bekommen. Kann das sein? Ich gucke auch mal nach. Doch. Nein. Bauplan Pitboy 2000. Ja, ich auch. Verbrannt. Bauplan Pitboy 2000 Lackierung. Ja. Ich mache mal einen Screenshot. Also Millennium. Das wird schlimm werden. So, den werde ich gleich mal aktivieren. Und dann kann man das bauen. Gut, ihr Lieben, dann lasst uns reingehen. Schön aufpassen, ne? Ladies first? Nein. Nee, also das wäre... Ich gehe als Teamleiter rein, das geht ja auch gar nicht. Ja. Also kann man nur in Teams rein. Herbert, du musst dein Team anführen. Oh, jetzt wird's kritisch, Leute. Oh, die haben hier nicht aufgeräumt. Ach, du liebe Güte, pass mal das sieht auf, ja ne? hier aus.
Das sieht ja hier aus, wie bei Hempels. Guten Tag, Ihnen ist eine Wolltür abhanden gekommen. Können wir Ihnen behilflich sein? Uiuiui, was ist denn hier los? Was sind das für Gegner hier? Was ist das? Na, das sind Wortbewohner. Ach so, das weiß ich doch, keine Ahnung. Na, habe ich jetzt eben gerade gesehen, als ich drauf geschossen habe, Rolli. Ach so, okay. Mehr habe ich auch noch. Wilder verloren, ne? Also Menschen. Also pass auf, es sind schwere verlorene. Oh, hier. Das tut mir eingefallen, nicht groß vorlaufen. Das ist gefährlich. Das ist ganz gefährlich. Passt mal auf Erik auf. Erik ist noch nicht ganz. Oh. So, wir gehen nach rechts weg. Ich gucke hier bloß, ich will bloß mal hier gucken. Hier brennt das. In den Fahrstuhl kann man nicht rein. Das scheint gefährlich zu sein. Achtung, bitte halt. Nicht dabei. Kommt hier denn alle her? So, Quest begonnen ins Unbekannte. Komm hier aus der Wand. Kommt denn hier der Wand? Ich bin von der Wand. Oberwand? Also ich gehe mal rechts lang, nicht dass ihr euch wundert. Ne? Kommt mit, Kirche? Ja, na klar. Ja. Wir gehen jetzt hier rum. Ja, rechts lang. Achtung! Sprechanlage. Was ist hier los? Sprechanlage? Muss man Licht anmachen. Warte mal, Licht hier. Da hinten ist die Sprechanlage, Leute. Aber lass uns mal gucken hier. Alles erstmal angucken. Bevor wir zur Sprechanlage. Das ist ein anderes Team. Ach so. Was mit ihm hier? Sehr, sehr gut, Pirscher. Hier ist eine Sprechanlage, Leute. Psst. Achtung. So, jetzt habe ich erstmal Licht angemacht. Jetzt sehe ich wenigstens was hier. So. Jemand da? Die Sensoren haben einen starken Aktivitätsanstieg registriert. Okay. Dann wurde es plötzlich still. Hallo, ich bin hier. Quincy. Oh, wow, eine Antwort. Damit habe ich nicht gerechnet. Moment. Willst du mir sagen, du hast all die Verlorenen allein ausgerichtet? Ja, logisch. Wir sind die Fallout Legends. Oh, ich habe so viele Fragen. Wie, womit und... Nein, konzentrier dich, Hilda. Ich könnte jemanden gebrauchen, der so gut kämpfen kann. Hey, ich schätze schon. Auf eine Wanderung? Perfekt. Der Eingangsbereich, in dem du stehst, war früher ein System, um Güter schnell in den restlichen Vault zu transportieren. Aha. Aber wie du siehst, ist er eingestürzt. Du musst zu einem anderen Eingang in der Nähe des Vault Atriums gehen. Okay. Du musst bloß über die Hügel im Süden. Halte Ausschau nach dem Eingang zum Shenandoah Nationalpark. Shenandoah Nationalpark. Falls du einen Anhaltspunkt brauchst, orientiere dich an dem riesigen, bedrohlichen Sturm am Himmel. Machen wir. Der Eingang liegt unter einem Anwesen genau in der Mitte des Nationalparks und des Sturms. Ist nicht zu verfehlen. Okay. Okay, nach Süden, in einen stürmischen Park. Dann zum Anwesen in der Mitte. Alles klar. Moment, ich gehe nirgendwo hin. Oh, jetzt hat sie eine atmosphärische Störung gehabt, die Jute. Gut, Funkverbindung abgebrochen. Ich habe ja gedacht, wir können hier ein bisschen mehr drin finden, aber das war's hier mit dem Vault. Schade, hast auch gedacht, ne? Ja. Na, es kommt noch. Ich bin enttäuscht. Das war's. Warte mal, ich brauche noch ein Foto. Foto. Waffe weg. Okay, dann gehen wir wieder raus hier. Stadi, wo müssen wir jetzt hin? Ich spring da hin, Skyline. Also das Problem an der ganzen Geschichte ist, danke dir, Erik, für den Tipp, dass wir da nicht weiter rumgesucht haben und aufgedeckt haben, sondern dass wir Stück für Stück halt die Sache gemacht haben. Ne? Auf dem PTS war das ja nicht ersichtlich gewesen. So, ich spring da hin, ne?
Ja, ich muss erst mal zerlegen. Der Tipp mit den Holo beim Kampf von Kirsche. Der Kampf von Kirsche? Gut. Kirsche, dann danke ich dir. Kirsche, vielen Dank. Ich möchte mich nicht mit falschen Blümchen schmücken. Ja, sorry. Das ist aber neu. Dann danke ich dir. Also früher war die Hütte hier immer noch heil. Da kommt man nämlich von hier aus rum rein. Und dann konnte man hier so ein bisschen um die Ecke gucken. Und hier war dann der Vault und mehr ging hier nicht. Und das aber ist jetzt mir alles wird hier immer noch der Punkt angezeigt. Besiege die Gegner im Gebiet steht hier. Weil du musst es später alleine machen. Ja, du musst es alleine machen, Rolli. Und bei dir auch, bei jedem in meinem Team. Wir, also wie mit den anderen Sachen, mit was wir gemacht haben, hier diese, na, wo wir auch hier rumgelaufen sind. Achso, hier sind. Dann reingehen und, achso, okay. Du musst hier alles alleine machen, das heißt, wir machen einfach nachher Teamwechsel, also Teamführerwechsel, Rolli. Achso, ja, alles cool. Und dann alles laufen wir dir hinterher und unterstützen dich. So, hier alles, ist jetzt immer alles noch, easy. Ja. Beseitige die Gegner im Gebiet. Also jetzt müssen wir erstmal Reise zum Skyline Drive und jetzt müssen wir noch ein paar Gegner hier besiegen. Mhm. Hier jetzt? Ja, jetzt hier in dem Gebiet. Steht oben drauf. Die Gegner im Gebiet, ja. Aber ich sehe gar keine. Ich sehe auch keine. Seht ihr irgendwo Gegner? Also den Endgegner sehe ich schon. Endboss. Ja, Endboss. Quinte 6860. Na, siehst du dein Feuer drauf. Na, hier ist nichts weiter. Besetzer raus. Tägliche Besetzer. Na, nicht, dass das gemeint ist damit. Ne, hier steht aber beseitige die. Ach, stürmen und säubern. Ja, Reise zum Skyline-Event. Ja, das ist. Überschneidet sich hier gerade das Event, ne? Also, wir müssen jetzt hier hin. Genau. Und zwar in der unterhalb des Bären, südlich vom Teddybären. Da müssen wir jetzt hinreisen. Also, eigentlich zu Vault 96 zu Fuß. Aber da Stali schon davor hingeritten ist, können wir zu Stali hinreiten. Aber da ist auch eine Hütte, das ist doof. Lass uns das mal komplett aufrollen und zu Vault 96 reisen und da von oben runtergehen. Ja? Würde ich vorschlagen. Denn die Gelände, du merkst ja, Kirsche, wenn man die Quest nicht macht, dann deckt sich auch nichts auf. Also das war auf dem PTS anders. Warum? Weil wir auf dem PTS das Gelände erkunden sollten und ja mithelfen sollten, ob man da eventuell Verbesserungen machen konnte oder sowas, ne? So, okay, dann müssen wir Karte. Genau, in südliche Richtung müssen wir. So, Kirsche ist da, Erik ist da. Noch nicht. Wo denn? Wo seid ihr jetzt hin? Einfach mir hinterher reisen. Rolli, ich bin schon immer vor, einfach direkt immer Steuerung, Tab auf Quincy und hinterher reisen. Ach da, ja, ich sehe, okay. Er hatte das nicht angezeigt, komischerweise. Ja. Jetzt, ja, jetzt, okay. Immer ins Team gehen, nicht auf die Freundesliste. Im Team findest du mich immer. Wir warten, wir stehen hier auch noch vor Ort. Ich hatte ja gesagt, südlich des Bären, da unten ist ein Teddybär. Ja. Ne? Und okay, da, okay. Vault 96, habe ich gesagt, da fliegen wir hin. Genau. Und da ist nämlich jetzt auch wieder so ein umrahmtes Gebäude, also hier so ein Symbol für ein noch unentdecktes Gebäude. Oder Ort. Das sind wir uns überrascht. Aua! Bin auf was draufgetreten. Hier ist eine Street. So, hier sind dann praktisch neue Orte, das gab's hier schon. Was? Ja, du hast ein Telefonat, Rolli. Ja, nö. Will ich nicht. Kann jetzt nicht. Kann ja da, der hier ist. Kann nicht. Nee, kann jetzt leider nicht. Bin gerade im neuen Gebiet. Was ist denn im Hintergrund? Das hört sich ja nett an. Ja. Das ist mein Klingelton. Süß. Kann doch jetzt nicht. Kann doch das Team nicht verlassen. Geht doch nicht. Da müssen wir hin. Oh, warte, ich
muss dem Taros jetzt das sagen. Guten Abend, Stadi. Guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Hi ho, wir sind vergnügt und froh. Ah, oh, hier unten ist ein Gebäude. Aha, aha. Wo ist denn unser Herbert denn überhaupt? Ich bin jetzt wieder Kreis. Ich warte so lange, weil ich will da ja auch die Gegner sehen. Ich stell hier schon mal ein Auto hin. Ich bin ja keine Gegner, ich hab uns hier auf Schnellreise gemacht. Ah, da bist du ja. Ich muss sowieso noch ein bisschen Schrott entladen hier. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob wir da jetzt richtig sind. Die sind nein, wir müssen, noch ein Stück runter. Gleich. Ja, die machen einfach viel zu schnell. Stahle. Aber da gehen wir jetzt nicht rein, ne? Schrott. Ja, was habe ich denn noch zu viel? Was habe ich denn jetzt noch zu viel? Was ist denn hier los? Ach, einen Haufen Schrott habe ich hier noch zu verarbeiten, verdammt. Aber wir müssen hier die Straße runter, Icke. Ja. Ich weiß nicht, ja, wo wir hin müssen. Ich krieg das jetzt nicht. Ja, komm mal mit. Ich krieg das jetzt nicht leichter hier. Das ist doof, da brauche ich einen Bahnhof. Wieso? Wo ist er? Naja, weil ich zu schwer bin. Das kriege ich aber jetzt nicht hin. Die legendären Sachen? Naja, das. Nein, naja, alles gut. So. Da hast sogar das Räumungsbescheid liegen. Oh Mann, bin ich gut. Das Stali-Event. Oh meh, das war jetzt nicht gut, ja. Jetzt hat man ihm am Helm spucken können. Jetzt ist er genau unter uns gestanden. So, Herbert, hier muss. Ah, ich schau ihm, ob das. Komm mit. Blitz und Donner. Mhm. Ach du, guck mal den Himmel oben an. Eieieiei. Was habt ihr da schon wieder gemacht? Eieiei, das sieht was aber. Nicht. Das sieht aber auch was krass nicht aus, ne? Der Himmel, wenn man mal hochguckt. Shenandoah Besucherzentrum. Das ist ein. Wie heißt das? Ein Wirbelsturm oder so? Ja, so ein ja. Hurricane. Thorsten, guck mal hoch. Ja. Wir sind. Das Shenandoah Besucherzentrum. Oh. Alter Vater. Ich mach das schon. Ich töte das Auge vom Hurricane. Ich schieße es einfach tot. Ach hier, willkommen Shenandoah Nationalpark. Freund hat einen Channel betreten. Mhm. Oh, hier sind Kakerlaken. Achso, ihr redet, Herbert? Thorsten, dich greift eine an. Oh, naja, wir haben 0,004% von 1000% erledigt. Also. Mitten in der Nacht haben mich ein paar verdammte Käfer durch die Gegend gejagt. Ich konnte mich gerade noch in meinem Badezimmer verbarrikadieren. Hätte noch Munition übrig, würde ich sie miteinander abknallen nacheinander. Aber ich werde wohl erst morgen früh einen Fluchtversuch wagen, wenn ich wieder bei Kräften bin. Jetzt ist es nicht mehr weit. Nur noch ein kleines Stück nach Süden, dann sehe ich endlich meine große Liebe wieder. Ach, da unten ist der Boss. Mhm. Wo müssen wir denn hin? Wie ist Tagebuch, Seite 1. Was hast du denn oben? 18. Oktober 2077. Da habe ich meinen ersten Arbeitstag und muss erstmal den Saustall meines Vorgängers aufräumen. Der Park ist in einem derart schlechten Zustand, dass ich bis auf weiteres alle Hände voll zu tun haben werde. Mindestens für ein Jahr, nein, vielleicht sogar länger, bis überall wieder Grundordnung herrscht. Und fangen wir bloß nicht an mit den Steeljack-Statuen. Die stehen ganz oben auf meiner Liste. Ich frage mich, worauf die eigentlich immer zeigen. Das frage ich mich auch. Was haben wir hier noch? Hier sind die.
Die Autos sind hier schon alle in die Luft geflogen, also hier muss irgendwas passiert sein. Ich weiß gar nicht, ob das hier überhaupt heil ist. Ich bin ja hier zum ersten Mal. Kühlschrank. Was haben wir hier in der Ecke? Kronkorken. In dem Bus ist auch nichts weiter zu finden. Aber ganz schönes Wetter herrscht hier, ne? Also für mich wäre das hier echt keine Baustelle, kein Baugrundstück. Nö. Jetzt nee. So grammuselig vom Wetter her. Ja. Die Gedenktafel, die kann man anklicken. Ja, ich bin auch nicht, genau. Danke. Ich habe nämlich eben schon geguckt, Kirche, weil da nichts draufsteht. Und man kann da anklicken. Okay, danke. Zum Gedenken an Rangerin Gloria Kirsche Morelli, die in Ausübung ihrer Pflicht beim Evakuieren der Bewohner während des Hochwassers 2075 zur Vizepräsidentin ernannt wurde. Glorias Einsatz und Engagement für den Park und die ihm lebenden Menschen werden niemals in Vergessenheit geraten. Cool, ne? Aber dass sie auf so eine, auf solche Details achten. Deswegen ich lese ich cool, das ne? ja auch alles vor, ja, weil es halt coole Details sind. Danke, Kirsche. Ja. Ich habe nämlich eben schon geguckt, Kirsche, weil ich da nichts gesehen habe, was man da anklicken kann. Und du hattest mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass man das ja anklicken kann, weil da war nichts drauf zu sehen. So, und ich hatte mal ein Stück beiseite erreicht. Ich bin wie so ein Paparazzi. Ja, nee, alles gut. Ich wollte nur gucken, ob da was draufsteht. Also, oder so geht's los. Ich gehe rein. Ja, ich habe in letzter Zeit zu wenig Screenshots gemacht, weißt du? Gut.